Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play The Evil Within. Ich bin völlig fertig, weil wenn ich diese Taste drücke, ist wahrscheinlich der Boss am Start. Und das... Scheiße, das ist im Arsch. Wird mir nicht schmecken. Was ist im Arsch? Achso, das hier oder was? Nee. Wir drücken erstmal auf den Hebel und gucken, was passiert. Wir haben einen Save Point, also... Achso. Wir sollten einfach mal beide einsetzen, ne? Wir brauchen noch einen. Wie kann ich das drehen? Aber ich muss doch zum Grünen. Mir fehlt einfach so ein Ding. Glaube ich. Oder man kann es drehen, aber man kann es nicht drehen. Also theoretisch ist das da am besten geeignet. Und das hier wahrscheinlich hier. Hm? Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker? Okay, dann setzen wir das halt da rein und das halt da rein. Aber drehen wäre halt besser gewesen. Schauen wir uns kurz mal um. Das war ja irgendwie klar. Okay, Zeit für ein Rätselspiel, ja? Es wär easy, wenn man das drehen könnte, ne? Vielleicht wäre es auch zu easy, also ich kann es nicht drehen. Na gut. Ich würde immer glatt behaupten, dass ich den da reinsetzen muss, weil die weißen Lampen nicht benötigt werden oder überbrückt werden müssen. Das ergibt auch keinen Sinn. Ach so, oh. Aus den Weißen kommt der Strom. Ich verstehe. Aus den Weißen kommt der Strom. Das heißt, das packen wir da rein und das da rein. Hey, das ist richtig. Es brennt alles. Willst du mich verarschen? Das ist richtig. Es leuchtet doch alles so schön. Wie einfach das wäre, wenn man die drehen könnte. Hm. Also hatte ich es doch gerade eben schon, oder? Wir machen das mal anders. Wir packen den jetzt mal hier hin. Den da hin. Okay, es bringt nichts. Dann machen wir das so. Nein, also der kann nur dahin gehen. Das geht nur. Also es geht nur, dass der hier dahin kommt. Dass der dahin. Es gibt keine andere Möglichkeit. Achso. Was zum Camouflage? Um Gottes Willen. Okay. Ach du Scheiße. What the fuck? Der charged auf mich zu. Der charged auf mich zu. Gut, ja, ich kann mich gar nicht vorbereiten, ey. Hör auf zu chargen. Ja, ich mach die Technik, die ich in Far Cry 3 gelernt habe. Was sagst du dazu, du Schlampe, ja?
Was sagst du dazu? Das habe ich gelernt, als ich gegen das Nashorn gekämpft habe. Haha! Au! Okay, okay. Vielleicht nicht optimal, aber man kann es auf jeden Fall verbessern. Oh, warum tut mir das Spiel das an? Das könnte übrigens ein Bossfight werden, der mich ein bisschen anpisst. Weil der chargen kann. Aber wenn er zu Ende gechargt, er ist wieder Hund. Er ist einfach wieder Hund. Er charged, steht auf. Guckt mich blöd an. Und das war's eigentlich. Komm, gib mir Explosion. Weiche von mir. Ist es tot? Nein, es ist noch lange nicht tot. Aber es ist weg. Ja, ja, ja. Ich verstehe schon. Ist okay. Muss ich stehen bleiben, um mich zu erholen? Ich glaube schon. Hey! Fickt euch, kleine Kinder! Fickt euch! Habe ich echt kein bisschen Medizin? Oh, das Viech verfolgt mich. Ja toll, es explodiert. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder aufge... aufgeladen. Lad dich auf, lad dich auf, lad dich auf. Wieso bist du so langsam beim Aufladen? Okay. Ah. Nein, 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 nein. Wo ist das Fickviech? Da bist du. Toll, wozu habe ich jetzt die Schockbolzen? Was soll ich sagen, Freunde? Ich bin angepisst. Okay, wir wissen auf jeden Fall, was er jetzt macht. Das war übrigens neu. Macht er normalerweise nicht. Auf zu chargen! Ich mach einfach mal mein Licht an. Kotzt da schon wieder die Viecher aus, ne? Muss einfach in Bewegung bleiben. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Pheromone oder was? Da ist er. Ach, fick dich doch. Haben wir wirklich nichts? Doch, oh, wir haben drei! Wir haben drei! Wo ist das Fickviech? Bezieht euch, kleine Kinder. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Oh, ich sitze in der Falle. Scheiße. Ihr tropft es nirgendwo raus. Komm von da. Das heißt, es muss hier drinne sein. Oder auch einfach mal nicht. Was spielen wir hier, ey? Hau den Lukas oder was? Camouflage-Effekt, du Wichser! Oh Gott, nicht in die reinlaufen. Er macht einfach seinen Camouflage-Effekt an, ey. Das hat ihn gezeckt. Ist er jetzt tot? Na, eine Munition verballert er dafür.
Ah! Du stinkst. Jetzt geht das schon wieder los, ey. Wir müssen nur rausfinden, wo er ist. Ach, fickt euch doch, ihr Drecksviecher, ey. Nein, 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 ich bin so weit gekommen. Er macht wieder einen auf Camouflage. Wo ist er dieses Mal? Huch! Ah! Au, au! Nein, 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 nein. Das war so gut. Das war einfach nur so gut, ey. Komm, wir nehmen gleich mal die Revolver. Ja, gib eine Kugel nach der anderen rein. Oh nein, ich habe eine verfehlt. Shit. Ja, fick dich einfach. Ja, es zieht schon los nach oben. Dann ziehen wir uns erstmal so ein... Das ging viel zu schnell. So ein Ding rein. Wo bist du? Ich sehe deinen Speichel, du Arsch. So, zwei Muni noch. Aber das ist sich schon verzogen in sein Camouflage oder was? Ne, er charge doch gleich von irgendwo. Ich sehe dich. Ja, sehr. Oh Mann. Wieso macht er schon sein Camouflage? Sag mal. Ah, du, gut, das war verkackt. Gebe ich zu. Oh, du mit deinen Drecksviechern, ey. Weißt du was? Das kotzt mich echt mittlerweile so an. Au. Der Mädel mit deinen Stinkviechern woanders rum. Und nicht hier. Ah, beginnt das schon wieder. Ziehen wir uns unser letztes Stimpack rein. Ist er jetzt im Camouflage-Modus oder ist er hier irgendwo? Ne, er ist da hinten. Da war er einst schon einmal. Oh, ich hasse diese Dinger, ne? Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe auf seinen Kopf zielen. Huh! Und wenn sie explodieren wie Viecher, wäre nichts, ey. Das sag ich euch, er wäre nichts. Wo ist der hin? Huch! Jetzt verzieh dich doch mal, ey. Hast du kein Zuhause oder was? Ich hab gleich keine Munition mehr. Kann doch nicht sein. Oh. Pack dein scheiß Licht weg. Brauch ich jetzt wohl wirklich nicht. Stinkstiefel! Okay, vielleicht war das ein bisschen übertrieben, aber egal. Es ist offen. Und dahin reist er auch. Zehntausend. Ganze Munition dafür verschwendet. Ich fass das ja mal nicht. Ah. Hallo? Also ich muss dann drehen, ja.
Wir drehen die Kurbel. Oh yeah. Komm. Bringen wir es hinter uns. Raus hier. Ah. Gottverdammt, ja. Ich habe gar nichts mehr Munition, aber ich bin draußen, ey. Oh. Baby. Was mache ich jetzt nur ohne Munition? Ich habe 3 Granaten. So, das hätten wir nachgeladen. Ich werde jetzt einmal kurz vorsorgen. Stellen wir noch eine her. Gehen auf Harpunenbolzen. Ich weiß den ganzen anderen Rest von den Bolzen setze ich nie ein, aber das hat auch seine Gründe, weil ich die nicht mag. Weil ich jetzt mal draufschlage, weil ich vergessen habe, wie die Taste ist. Vielleicht wäre es auch um einiges leichter gewesen, wenn ich tatsächlich Kältebolzen oder so benutzt hätte. Na egal. So. Wir ziehen durch. Nichts. 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 3. Ein paar. Und 5. Okay. Was leuchtet da? Achso, das ist nur so ein Schalter, ja. Für die Bahn. Huch, da war noch was. Das sieht kalt aus. Hallo, liebe Camouflage-Dame. So bist du so ein leichter Schlüssel. Außer, dass ich natürlich eine Munition gerade verschwendet habe. Ich hätte wahrscheinlich auch schlagen können, aber egal. Zumindest haben wir einen Schlüssel gefunden. Das könnte uns vielleicht noch ein bisschen helfen. Vielleicht sogar retten, wer weiß. Kontrollpunkte. Achso, ich muss durch den Zug schleichen. Ich muss durch den Zug schleichen, Freunde. Das ist nicht toll. Das ist alles andere als toll. Wir gucken erstmal, ob hier irgendwas ist. Ja. Ein bisschen Hirnsuppe. Bitte lass es einfach nur so einfach mal wie möglich sein. Ich dachte schon, da steht YOLO. Gut, gehen wir in die andere Richtung? Fragezeichen. Achso, you will. Oh oh. Das ist ein You gewesen, kein YOLO. Steht da? Suffer. Ich glaube, das heißt leiden. Was soll denn das? Ich glaube, ich muss laufen. Ich glaube, ich muss laufen. Ja, ich habe unendlich Sprinten. Ach nein! Gut, wir sind also anscheinend in der Klinik. Müssen wir sein. Ja. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Schläger. Gut erkannt. Sie stecken ihn rein.
du jetzt Mitleid von mir? Schon wieder? Ich hab nicht genügend Munition dafür. Wie stellen die sich das vor? Okay, war ein Versuch wert. Das war Proband Nummer 1. Ich weiß nicht, ich kann die doch nicht mit meinen Händen zu Boden schlagen, oder? Muss doch irgendwas mit Munition rumliegen. Man muss doch wissen, dass nach dem Bossfight gerade eben ich eigentlich nichts mehr haben kann. Das muss man eigentlich wissen. Komm, nehmen wir die Hirnsuppe nochmal mit. Wer denkt sich denn so einen Scheiß aus, sag mal? Na gut, ich habe noch Harpunen, ja. Okay. Die Konzentration war auf jeden Fall da. Das war's. Nichts mehr Munition. Und noch keine Gegner mehr. Das Gehirn war also er. Kapitel 14. Überlebt. Okay, es gibt also doch noch 5 Kapitel. Okay, nächstes Kapitel. Oh, ich habe vergessen zu speichern. Ah, egal. Wir haben Quickslots. Ja. Kapitel 14 überlebt. Wir sind jetzt Kapitel 15. Das Angesicht des Bösen. Oh. Oh. Das Angesicht des Bösen. Das klingt für mich nach dem ultimativen Boss. Du hier? Das ist die Gegenwart. Oder? Huh? Das war ich. Na gut, hier kann ich auch noch speichern, so schlimm ist das nicht. Strange. Ich kann nur gehen. Irgendwas wird hier gleich passieren. Vielleicht mein guter alter Freund, der Professor. Ich kann nämlich nicht laufen, irgendwas wird hier passieren. Ich bin angespannt. Scheiße, Mann. Nee, hier ist einfach nichts, aber... Ist hier niemand mehr? Scheint so, mein Freund. Internes Gesprächsprotokoll. Ermittler Fee. Sie wissen, warum Sie hier sind? Detektiv Castellanos. Weil Sie Ihren Job nicht machen. Fee. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und physischer Gewalt. Castellanos, wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigung hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Vieh, Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst. Aber wir behalten sie im Auge. Da sind sie nicht die Einzigen. Was soll das heißen? Beschatten sie mich weiter, dann finden sie es bald genug heraus. Wenn sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Ich habe zu arbeiten. Sind wir hier fertig? Fürs erste Jahr. Aber sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Eine Sache noch. Und sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Detektiv Castellanos verlässt das Verhörzimmer. Okay. Oh! Ruvik?
Das ist mein Safe Point. Verpiss dich! Das ist Leslie. Vermisstes Mädchen. Kurze braune Haare, braune Augen. Hört auf den Spitznamen. Das ist meine Partnerin. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren. Da hinten ist er, Leslie. Ich komm da nicht hin. Achso, die Tür geht jedes Mal zu. Wenn so eine Welle kommt. Ah, okay. Aber wir gehen da noch nicht hin. Erstmal öffnen wir irgendein Ding hier. Komm, wahllos einfach irgendwo hinklicken. Und ich bekomme eine Granate. Wow. Ist ja nicht so, als hätte ich schon voll. Ja, Granaten sind voll. Granaten sind voll. Schlüssel umsonst. Ich komme gleich zu dir, Leslie. Keine Sorge. Okay. Können wir einen auf kritischen machen? Nee, 20.000. 18.000 reicht auch nicht mehr aus. Ich könnte Granaten erhöhen, oder? Nee. Doch, doch, Granaten. 500 hat mich das nur gekostet? Okay. Granaten 4. Na komm, ich brauche mindestens Granaten 5. Machen wir noch Quallenbolzen. Abgeschlossen. Was haben wir hier denn noch so Schönes? Nahkampfschaden brauchen wir nicht. Na gut, vielleicht kommen wir nochmal an einem vorbei. Wer weiß. Also können wir die Granaten mitnehmen und gleichzeitig noch mehr Quallenbolzen herstellen für unseren eigenen Zweck. Das ist doch schon mal praktisch, oder? Hätten wir vielleicht schon vorher machen sollen. Aber sowas bemerkt man erst am Ende des Spiels. Das ist ganz normal, Freunde. Macht euch mal keine Sorgen. Es waren Quallenbolzen. Kälte-Quallenbolzen. Anscheinend keine Granaten. Oder? Jetzt habe ich... Ja. Es waren Quallenbolzen. Ja, wir haben ja auch Quickslots. Stimmt ja, da war ja was. Da war ja was. Gut, dass ich das jetzt merke. Hätte auch gerne früher eintreffen können, aber... Naja, ihr wisst ja Bescheid, ne? Ist alles nicht so einfach. Keine Munition. Keine Munition übrigens. Und keine Munition. Ach komm. Verstand verloren. Verstand verloren. Leslie! Verstand verloren. So sah das also vorher aus. Warte. Verstand verloren. Verstand verloren. Der verwandelt sich, glaube ich. Hier lang. Gut, Freunde, wo führt er uns hin? Ich weiß es nicht. Erfahrt es morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.